wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute etwas über Textverarbeitung sprechen. Das ist ein Thema, das eigentlich schon mal öfter wahrscheinlich betrachtet wurde. Gell? Also etwas, das man vielleicht in der Grundschule schon trifft. Gell? Etwas, das man vielleicht schon in der Mittelschule dann trifft. Und etwas, das man dann vielleicht auch sicher in der ersten Klasse wieder trifft, wenn man zu uns kommt. Und Textverarbeitung ist etwas, das wir auch nochmal anschauen wollen. Gell? Also wir wollen da mal schauen, was das ist. Gell? Also wenn uns da jemand mal neugierig fragt, ja, was ist denn so eine Textverarbeitung? Gell? Dann müssen wir ihm eine Antwort geben. Und diese Antwort, die können wir irgendwo nachschlagen, gell? Oder wir können sie auch erklären, und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Gell? Und zwar, die Textverarbeitung ist etwas, was hier weit zurückgeht. Gell? Also wir haben in der Geschichte der Informatik gesehen, gell? Also man hat Textverarbeitung, gell? Mit Hammer und Meißel auf Stein gemacht. Gell? Also das war eine nachhaltige Textverarbeitung, die Jahrtausende überstanden hat. Gell? Und später hat man Textverarbeitung dann sehr oft bekannt gemacht. Gell? Also etwas, worauf man seit langen Jahren Wert legt, ist, dass man eben früh in der Schule lesen, schreiben, rechnen lernt. Gell? Also da gibt es ja diese Geschichte, gell? Also dass die Kaiserin Maria Theresa, gell, die Schulpflicht eingeführt hat, gell, damit alle lesen, schreiben und rechnen lernen, gell, und eben das Schreiben, gell, und das entsprechende Auswerten des Geschriebenen gehören also zu unseren Grundkompetenzen, wie wir heute sagen würden, gell. Und die Textverarbeitung ist eigentlich nichts anderes als dann die Weiterführung dieser Kompetenzen, gell. Also man kann das bekannt machen, gell, also wer im Mittelalter brav war, gell, der durfte zu den Patres, gell, und der durfte Texte schreiben, gell, also Textverarbeitung. Gell. Also die Klöster, die waren im Mittelalter dann eine echte Industrie der Textverarbeitung. Gell. Also das war eine aufregende Sache. Gell. Mhm. Ja. Also das dunkle Mittelalter haben wir dann hinter uns gelassen, gell, und wir haben dann mit Textverarbeitung begonnen, die eigentlich weit weg von dem ist, was wir heute als Textverarbeitung verstehen. Gell? Also wenn wir heute Textverarbeitung sagen, dann meinen wir sehr oft etwas Software-Unterstütztes. Aber die ganze Geschichte, die ist viel älter. Gell? Also wenn man da mal so hineinschaut, gell? Also ja, Wikipedia treibt ja immer wieder mal was zusammen, gell? Dann haben wir hier einen schönen Artikel mit einer langen Geschichte, gell? Und da findet man dann Dinge, die relativ neu sind, gell? Aber man hat auch Textverarbeitung, die eben zurückgehen, gell? Und ja, in Südtirol ist das Land der Schreibmaschinen, gell? Wir haben ein Schreibmaschinenmuseum, und die Textverarbeitung, die war eine Grundlage für uns alle dann, gell? Und die Schreibmaschine war ein frühes Instrument, die dieser Textverarbeitung unterstützt hat, gell? Aber ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Und zwar, wenn wir den Buchdruck, gell, anschauen, so ist das dann das, was eben die Padres abgelöst hat, gell? Also viele Padres und in den Klöstern sind dann wohl arbeitslos geworden, gell, als der Gutenberg begonnen hat zu drucken, gell, und das war dann eine neue Art der Textverarbeitung, wenn man so will, gell. Und das ist alles so schrecklich weit weg, gell, dass es eigentlich mit dem Begriff der Textverarbeitung ja fast nichts mehr zu tun hat, gell. Also heute verstehen wir unter Textverarbeitung dann meistens eine Textverarbeitung in der Informatik, gell, und dort verstehen wir dann etwas, das wir mit Software machen, gell? Und wir würden heute sagen, gell, für uns ist Textverarbeitung, gell, eine Software für computerbasiertes Schreiben, gell?
Und dieses computerbasierte Schreiben, gell, ist auch nicht ganz so unumstritten. Gell. Es gibt Leute, die kritisieren das, die sagen da, ja, doch, da geht viel verloren damit. Gell. Aber, wenn wir mal so wollen, das hat Vor- und Nachteile. Gell. Das kann man auch etwas distanzierter betrachten und dann auch etwas diskutieren. Und zwar, wenn wir das mal anschauen wollen, gell, wollen wir einfach als ja, aus der Informatik-Ecke mal bei den Vorteilen beginnen, dann kann man sicher sagen, gell, Texte werden durch Textverarbeitung editierbar. Gell. Und das ist eine feine Sache, gell, weil, könnt ihr euch noch erinnern, gell, als man da so mit Tinte, gell, und mit dem Tintenkiller gearbeitet hat, gell, das, ja, das war, das Ergebnis war dann nicht immer so toll, gell, als haben das heißt so mit händisch arbeiten, nicht so toll, gell. Und wenn man mit Schreibmaschine gearbeitet hat, gell, ja, mit Schreibmaschine arbeiten, das ist ja schön, gell, also da kommen schöne Sachen raus, aber wenn man da mal was falsch gemacht hat, gell, gell, also Tippex, gell, oder da gibt es einen Wunderbänder geben, gell? Also nochmal draufklicken und das Wunderband hat dann ja, die Tinte mitgenommen. Gell? Ja, auch nicht ganz so das Wahre, gell? Aber naja, besser als nichts. Gell? Aber auf jeden Fall, wenn man so schöne alte Briefe betrachtet, gell? Ich habe so einen Großonkel in Kamerun gehabt, der hat dann immer geschrieben. Gell? Und naja, der hat mit Schreibmaschine geschrieben, gell? Da ist immer dann die Luftpost gekommen damit, gell? Mit diesen Briefen. Und diese Briefe, die waren immer so mit weißen Klecksen drauf, gell? Und ja, das ist, weil er halt manchmal auch was falsch getippt hat, gell? Dieser Großonkel. Und ja, und da hat er das dann schön, ja, schön ausgebessert, gell? Und hat das dann eben dann neu verschickt, gell? Und halt drüber geschrieben, gell? Also, naja, also editierbar, gell? Wird Text erst mit Software, gell? Das ist ein großer Vorteil. Das kann niemand bestreiten, gell? Okay, man hat einen sauberen Druck, gell? Und das ist jetzt etwas, das heute eigentlich selbstverständlich geworden ist. Aber das ist nicht so, gell? Also das Schönschreiben, gell? Oder auch die schönen Briefe haben mit der Schreibmaschine oder so, gell? Das ist nicht selbstverständlich. Da hat man ja lange gebraucht, bis man hierher gekommen ist, gell? Die Padres im Mittelalter, denen hätte das gefallen, gell? Gell? Schöne Texte dann zu haben, gell? Also das ist eine Kunst, gell? Und das hängt heute dann eigentlich vom Gestalter ab, gell? Aber der Druck ist auf jeden Fall meistens qualitativ hochwertig, gell? Also wenn man morgendliches Papier nimmt, wenn man einen Drucker nimmt, der vielleicht nicht ganz kaputt ist oder so, gell? Dann bekommt man schöne Texte. Dann man kann digitale Texte einfach zentral archivieren oder auch verteilt archivieren. Gell? Also das kann große Vorteile haben. Gell? Wenn man irgendwo einen Ort hat und dieser Ort kümmert sich um die Archivierung der Texte, gell? Dann ist man fein raus. Gell? Also Provinz hat da mit jemandem einen Vertrag gemacht, gell? Und die Schule kann dort oder die Verwaltung der Schule kann dort Texte ablegen, gell? Langzeitspeicher nennen sie das, gell? Fein, gell? Oder auch verteilt, gell? Also da gibt es auch Betriebe, die sagen, nein, alles im Gleichnach, das ist gefährlich, gell? Gell? Also vor allem Betriebe, die da schon mal Erfahrung gemacht haben, gell? So mit Wasser oder Feuer oder so, gell? Also etwas verteilt archivieren, gell? Das ist dann schon fein, gell? Weil das Archiv eines Betriebes oder auch das Archiv der Schule, das ist nur einmal vorhanden, gell? Wenn da was passiert, gell? Eieiei, gell? Also da möchte nicht der sein, der verantwortlich ist, gell? Gell? Also verteilte Archivierung, gell? Oder auch eben zentrale Archivierung, weil man dort bestimmte Kriterien einhalten muss, gell? Auch zur Sicherheit. Dann einfache Übertragung, gell? Also das ist etwas, das wir in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, gell? Dass man Texte ganz einfach übertragen kann, gell? Und während man früher, gell, jeden Tag immer auf die Zeitung gewartet hat, gell? Das machen heute auch noch viele Leute, gell? Oder auf das Erscheinen eines Buches oder so, gell? So
wandelt sich das heute, gell? Also heute lesen immer mehr Leute ihre Texte elektronisch, die werden ganz einfach übertragen, gell? Das ist auch ein großes Problem, also das ganze Verlagswesen, das eine bestimmte Qualität der Texte dann auch garantiert, gell? Auch unsere Schulbücher und so, gell? Die kommen in Schwierigkeiten dadurch, gell? Also wenn das Ganze dann einfach wird, wenn man es nicht mehr zu Papier bringt, gell? Dann, ja, dann hat das natürlich Folgen, gell? Ja, jemand sagt dann auch, ja, Texte, gell, Texte elektronisch übertragen und lesen, das schützt dann auch ja, die Bäume, gell, die werden dann nicht mehr gefällt, gell, aber wie die Umweltbilanz dann insgesamt ist, gell, wenn man also Text immer nur elektronisch liest und nicht irgendwo auf Papier, gell, das müsste man schauen, gell, also bei einer Zeitung, die einmal gelesen wird, dann gebe ich sie vielleicht weiter, dann wird sie zweimal gelesen, gell, und dann, ja, wird sie vielleicht noch dreimal gelesen, dann ist irgendwann Schluss, gell, wenn eine Zeitung in die Schule kommt, dann wird sie vielleicht von der halben Klasse gelesen, gell, oder wenn eine Zeitung in der Bibliothek liegt, dann wird sie vielleicht noch öfter gelesen, gell, aber dann ist Schluss, dann wird sie weggeworfen, gell? Und da ist natürlich die Frage, was ist die bessere Umweltbilanz, gell? Elektronisch oder auf Papier? Aber wenn es keine Zeitung ist, die du einen Tag lang erhalten bleibt und dann stirbt wie eine Fliege, gell? So eine Eintagsfliege. Wenn das ein Buch ist und das Buch wird immer und immer verwendet, gell? Über Jahre, vielleicht auch über 100 Jahre, gell? Also schaut's mal in der Tesma-Bibliothek, da gibt es Bücher, die sind uralt, gell? Und ja, wie oft werden die wohl schon gelesen worden sein? Das wäre eine interessante Frage. Und wie ist denn dann die Umweltbilanz, gell? Also ja, weiß nicht, ob das immer zugunsten der elektronischen Variante ist, gell? Okay, dann ein anderer Vorteil. Man kann Texte, wenn sie digital vorliegen, einfach vervielfältigen, gell? Und das ist jetzt schon fein, gell? Weil wenn ich jetzt da so eine Nachricht habe, gell, dann muss ich nicht die Nacht die Druckerei laufen lassen, damit ich am nächsten Tag 1000 oder 10.000 oder 100.000 gedruckte Zeitungen verteile. Ja, ich gehe hier, brauche nur einen Server und dann kann man das abrufen. Gell? Und je nachdem, wie viele da abrufen, muss man halt mehr oder weniger Infrastruktur haben. Gell? Aber das Vervielfältigen, das ist einfach. Gell? Das ist ja, manchmal auch zu einfach, gell? Also, wenn man da Texte vervielfältigt, gell? Das ist ja super, gell? Also, wenn wir jetzt zu Hause sind und zum Fernunterricht haben, gell? Also, wenn ich euch da immer die Fotokopien nach Hause schicken müsste, gell? Ja, das wäre ja umständlich, gell? Also, da müsste man dann sagen, gell? Also, am Freitag nimmst du Papier für die ganze Woche mit, wir sehen uns dann, gell? Ja. Ja, wir haben jetzt da elektronische Mittel, also können wir Texte einfach austauschen. Jeder sitzt zu Hause und hat dann die Möglichkeit, auf die Texte zuzugreifen. So, Wiederverwendbarkeit. Ein schreckliches Wort. Aber Wiederverwendbarkeit, das ist gerade in der Informatik ein sehr beliebtes Wort. Und warum denn nicht auch bei Texten? Warum kann man einen Text, den man mal geschrieben hat, nicht wiederverwenden? Gell? Also, wenn jemand mal ja, etwas Schönes geschrieben hat, warum soll er es nicht nochmal verwenden? Gell? Und diese Wiederverwendbarkeit mit elektronischen Texten, gell, das ist dann eine viel einfachere Sache als eine Wiederverwendbarkeit, weil man die Texte auf Papier hat, gell? Das ist dann, ja, gell? Also, naja, wenn die an die Apostel ihre Briefe geschrieben haben, gell? Also, da haben sie auch vielleicht das eine oder andere wiederverwendet, gell? Stellt euch vor, die Apostel, die hätten elektronische Briefe zur Verfügung gehabt. Ja, die hätten anders Briefe verschickt, gell? Mhm. Ja. Also so war das halt, war früher halt ein bisschen komplizierter, gell? Mhm. Dann, etwas, das ist sehr interessant, gell? Also das ist da die Unterstützung unserer Sprache durch Softwareinstrumente. Und jetzt wird's lustig, gell? Also, was braucht es, um uns sprachlich zu unterstützen? Also nicht in der Gestaltung, gell? Dass man da
groß, klein, fett, unterstrichen, durchgestrichen, höher gestellt, tiefer gestellt und was weiß ich, was noch alles machen können, gell? Aber wirklich auf sprachlicher Ebene, gell? Also in der Syntax, gell? Schauen, ob das richtige Wörter sind, gell? Aber auch in der, ja, vielleicht so Grammatiktipps oder so, gell? Also da gibt es immer wieder neue Sachen, die uns dabei helfen, richtig und korrekt zu schreiben, gell? Also sprachliche Unterstützung ist dann eine feine Sache, gell? Also wer von der Schreibenden sonst ist, der lacht drüber, gell? Aber wer nicht von der Schreibenden sonst ist, der ist da schon manchmal froh, wenn ihm etwas geholfen wird, gell? Ja, das sind eigentlich alles ganz nette Sachen, gell? Schauen wir mal, gibt es auch Nachteile. Und zwar, ja, wie gesagt, viele Kritiker sagen, gell, dass durch diese Digitalisierung des Textens die ein Verlust der Schreibkultur mit hergeht. Gell. Und naja, dem will ich eigentlich nicht widersprechen. Das Texten, gell, also Texte schreiben, die sind sicher, ja, wenn wir sie vergleichen mit Texten von früher, dann schreiben wir heute oft triviale Texte. Gell. Also die Sprache, die wird sicher nicht reicher, wenn man da die digitalen Instrumente zur Verfügung hat, gell? Also das stimmt sicher, gell? Und das Schreiben, gell? Das Schreiben, es geht halt auch verloren, gell? Also wenn jemand ja, ein Handy bedienen kann, bevor er mit dem Bleistift was schreiben kann, gell? Dann, ja, dann schauen wir mal, wohin wir kommen dann mit dem Schreiben, gell? Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass man gerade durch diese elektronische Übertragbarkeit von Texten heute eigentlich sehr viel schreibt. Gell? Man lernt in wenigen Zeichen oder wenigen Wörtern oder Sätzen sehr viel hineinzupacken. Gell? Also das waren die Jahre der SMS, als man jede SMS bezahlen musste, hat man sich gut überlegt, was man dort schreibt. Gell? Oder naja, heute mit diesen Instant Messenger, gell, wird das Ganze etwas einfacher, gell, da hat man diese Grenzen nicht mehr, aber trotzdem ja, liebt man es eher kompakt zu bleiben, gell, weil man dann auf diesen kleinen Geräten, gell, also machen sind sie ja nicht so klein, gell, trotzdem nicht so gut lesen kann und das ist eigentlich ja, hin zum treffenden, richtigen Ausdruck, zum treffenden, richtigen Satz, das ist heute vielleicht wichtiger, als es früher mal war, gell? Aber auf jeden Fall das Schreiben und das, der Text, gell? Das ändert sich heute eigentlich sehr, gell? Also da schauen wir mal, wohin es uns bringt. Ja, die Versuchung des Plagiats, gell? Also ein Plagiat ist natürlich, wenn man Texte verwendet, die einem nicht gehören, gell? Und die geht man dann wiederverwenden. Also die Wiederverwendung der Texte. Gell? Die Wiederverwendung von Texten, wenn ich meine eigenen Texte wiederverwende, also wenn ich fremde Texte wiederverwende, dann kann ich sie vielleicht zitieren. Gell? Und da gibt es auch solche, die sind darüber gestolpert, gell? Über das Plagiat. Gell? Es ist, ja, bei uns nehmen wir das eigentlich, oder nehmen wir viele Sachen recht gelassen, aber nördlich der Alpen, gell? Dort, wo das Wetter oft etwas schlimmer ist als bei uns, gell? Da sind die Leute manchmal etwas verbitterter. Und da ist auch passiert vor ein paar Jahren, gell? Dass man Politiker nachgewiesen hat, gell? Dass sie bei ihrer Doktorarbeit oder so, wo sie so etwas freie Wiederverwendung von Texten betrieben haben, gell? Ja, hätten sie nur etwas zitiert, anstatt es abzuschreiben, gell? Dann hätte man es ihnen nicht so übel genommen, gell? Aber auf jeden Fall, gell? Also bei uns, gell, geht da sehr viel durch eigentlich, gell? Also Politiker haben 600 Euro kassiert und sind trotzdem Politiker geblieben, gell? Im Norden hat man bei einer Diplomarbeit, gell, etwas, oder Doktorarbeit etwas, ja, etwas frei abgeschrieben, gell? Und ja, und man muss den politischen Sessel nehmen, gell? Ja, so verschieden ist es, gell? Okay, was ist noch ein Problem? Ein Problem ist die Spionage. Und das ist ein großes Problem. Und zwar
können wir sagen, okay, was werden wir schon haben, gell? Was interessiert die NSA unsere Daten und unsere Arbeit, gell? Naja, also die NSA oder wer auch immer, gell? Oder auch die großen Player in der, ja, wie Google oder Amazon, gell? Die werden uns halt als Kunden profilieren, gell? Was sie später mit unseren Daten machen, das wissen wir nicht so genau, gell? Aber Spionage, gell, findet vor allem dort statt, wo man, naja, politisch vielleicht agiert, gell, um die Politik auszuspionieren, aber vor allem auch, wo es Entwicklungen gibt, gell. Also wenn ihr mal Produkte entwickelt, und das sind bedeutende Produkte, gell, Produkte, die vielleicht zukunftsfähig sind, gell, dann ist ein großes Problem das Spionieren, gell? Weil stellt sich vor, ihr seid im Netz und übers Netz kommt jemand rein, gell? Also die Projekte auf Papier, da muss er schon einbrechen, gell? Aber übers Netz, gell, ist Spionage oft viel effizienter. Und das ist etwas, was sich eben im Laufe der letzten Jahrzehnte wirklich sehr stark gewandelt hat, gell? Das ist heute ein Problem, gell? Wenn heute alles vernetzt ist, wenn heute alles auf der Cloud liegt, gell, und so weiter, gell, also dort müssen Firmen dann schon aufpassen, was sie machen und wie sie das machen, gell, um Spionage zu verhindern. Dann, ja, das ist ein nächstes Problem. Und zwar, wenn ich einen Text auf Papier habe und ich verliere ihn, dann, ja, dann habe ich selber Schuld. Mhm. Wenn ich einen Text auf Papier habe, gell, und das ist so ein wichtiger Text, gell, dann lege ich ihn den hoffentlich mal ab, gell, und wenn mir nicht gestohlen wird oder so, gell, dann wird das schon passen. Aber wenn ich Texte digital habe, dann kann es mir ja passieren, dass mein Träger zum Beispiel gestohlen wird. Oder dass mein Träger der Texte einen Schaden abbekommt, gell, oder dass ich einen Fehler mache und damit zum Beispiel den Text lösche, gell? Gell? Also es kann mir passieren, dass mein Rucksack mit dem Laptop und mit dem USB-Sticks und allem drum und dran gestohlen wird, gell? Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil es Verlust ist, oder es kann auch zum Problem werden, wenn unbefugte Personen auf meine Texte Zugriff haben, gell? Das ist dann auch nicht toll, gell? Mhm. Ja, da hat es vor ein paar Jahren ein Beispiel gegeben, gell, also zur Abschlussprüfung, da war ein Projekt fertig, gell, der Text dazu, die Präsentation, eigentlich alles fertig. Und zwei Wochen vor der Abschlussprüfung wurde der Rucksack mit dem Laptop, mit dem USB-Stick, mit dem Backup, alles gestohlen. Der Text war weg. Die Arbeit war weg. Gell. Das war jetzt, da ging es nicht mehr nur um den Laptop, gell, sondern da ging es um die ganze Arbeit. Und wenn man Texte verliert, dann verliert man, oder digitale Texte verliert, dann verliert man oft sehr viel. Nicht nur ein Text, sondern viele Texte. Gell. Und gerade zur Lösung dieses Problems, da muss man ein bisschen aufpassen. Sowohl Betriebe, als auch öffentliche Hand, als auch private. Gell. Ja, ein anderes Problem, digitale Diskriminierung. Und Diskriminierung ist, wenn etwas ungerecht ist, gell? Und ungerecht ist, wenn nicht alle mitmachen können, gell? Und da eigentlich gibt es oft zwei Gründe, gell? Und zwar ein Grund, warum jemand nicht mitmachen kann, ist denn, weil er es als Hänschen nicht gelernt hat. Und wenn es der Hans nicht mehr lernt, dann ist es schwierig. Und das ist etwas, was eigentlich oft generationenabhängig ist, gell? Also es gibt eine Generation, gell, die mit diesen digitalen Medien vielleicht Schwierigkeiten hat, gell? Vielleicht weil sie es nie getan haben, vielleicht weil die digitalen Medien nicht nett sind mit der Generation und alles zu klein ist und man es schlecht lesen kann, gell? Also da kann es schon mehr Gründe geben, gell? Aber Tatsache ist, dass nicht alle Generationen unter uns die Mittel der digitalen Welt benutzen und somit werden sie auch diskriminiert. Gell? Und wenn die Zeitung, gell, nicht mehr täglich am Kiosk erhältlich ist, gell, oder nicht mehr täglich zu uns nach Hause kommt, dann haben wir ein Problem. Gell? Und diese Generation hat dann ein Problem. Gell?
Deshalb ist auch so wichtig, dass die Post in jedem Dorf draußen noch funktioniert. Gell? Ja, und ein anderes Problem, gell, das ist rein wirtschaftlich. Gell? Nicht jeder kann es sich leisten, in dieser digitalen Welt mitzumachen. Gell? Weil die Zeitung, die kann ich vielleicht in der Bibliothek lesen. Gell? Aber ein digitales Medium bekomme ich in der Bibliothek vielleicht nicht. Gell? Wenn ich mir keinen Computer leisten kann oder nicht alle paar Jahre einen neuen Computer leisten kann, gell? Dann habe ich ein Problem. Dann kann ich im Internet nicht mitmachen. Gell? Und wenn ich im Internet nicht mitmachen kann, dann bin ich ausgeschlossen von vielen Sachen. Gell? Das ist Diskriminierung. Gell? Und Diskriminierung kann eben altersbedingt sein. Gell? Diskriminierung kann aber natürlich auch finanziell bedingt sein. Gell? Oder Diskriminierung kann auch dadurch bedingt sein, dass jemand einfach nicht lesen und nicht schreiben gelernt hat. Und wenn jemand nicht lesen und nicht schreiben kann, dann hat er Schwierigkeiten in der digitalen Welt mitzuhalten. Gell? Also die Maria Theresa vor 250 Jahren, das war eine weiße Frau, die wusste schon, warum sie die Schulpflicht eingeführt hat. Gell? Mhm. Ja, das sind einfach mal so ein paar Vor- und Nachteile. Gell? Zu Textverarbeitung oder Digitalisierung im Allgemeinen. Gell? Das geht ja über Textverarbeitung hinaus. Da, gell? Mhm. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt soll für uns jetzt einfach mal sein, ja, was ist denn alles Textverarbeitung? Was gibt es denn da alles? Und da haben wir einfach mal versucht, ein paar Dinge aufzuzählen. Gell? Und dann sprechen wir jetzt von Software, gell? Oder von Formaten und was man damit machen kann, zum Beispiel. Gell? Also, ja, das könnte etwas sein, gell? Da gibt es auf den Universitäten Vorlesungen über das. Gell? Also nicht 10 Minuten und abgeschlossen, gell? Sondern das geht also wirklich sehr, sehr, sehr weit. Gell? Aber wir wollen das einfach mal, mal anschauen, was es da so alles gibt. Gell? Und nachher wollen wir einfach mit etwas davon arbeiten. Okay, ja. Also etwas, was man gemeinhin als Textverarbeitung bezeichnet, gell? Zudem sagen viele auch grafische Textverarbeitung. Und Textverarbeitungen, die sehr verbreitet sind, gell? Egal ob das jetzt eine Anwendung ist oder heute auch in der Cloud oder so, gell? Das sind dann Textverarbeitungen, die nach einem Prinzip arbeiten, gell? Das ist dieses We-See-Win, gell? Was, what I see is what you see is what you get, gell? Also was du siehst, das ist das, was du dann zum Schluss als Produkt erhältst, gell? Das war nicht immer so, gell? Also man hat Jahre der Informatik gehabt, wo man Texte gestaltet hat, gell? Und erst im Druck hat man das Ergebnis gesehen. Gell? Der Grund war einfach, weil das die Software nicht kannte, weil das die Rechenleistung nicht konnte, gell? Weil es einfach schwierig ist. Gell? Und etwas, was man hier gestaltet, sofort schon auf dem Bildschirm dann zu bringen. Weil das Ziel zum Schluss ist ja nicht der Bildschirm, sondern der Druck bei dieser Textverarbeitung. Gell? Und die Darstellung auf dem Bildschirm und der Druck sind eigentlich zwei verschiedene Dinge, gell? Und deswegen passt es nicht immer zusammen. Gell? Und ja, so grafische Textverarbeitung sind die wir eigentlich kennen, das sind die üblichen Verdächtigen. Gell? Also das kann sein, da so ein Microsoft Word, gell? Also da im Office-Paket von Microsoft ist das mit drinnen, gell? Also sowohl als Anwendung, gell? Als auch in der Cloud, gell? Dann oder LibreOffice Writer, gell? Also im LibreOffice Paket, gell? Oder auch OpenOffice Writer oder Abgehört und, gell? Also da gibt es ganz viele kleinere oder weniger kleinere, gell? Oder auch LibreOffice, gell? Inzwischen auch in der Cloud oder so, gell? Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten. Und das sind eigentlich die Textverarbeitungen, die man meistens als Textverarbeitung versteht. Wenn jemand Textverarbeitung sagt, gell? Dann meint er das. Und das ist eigentlich die Textverarbeitung der kleineren Texte, gell? Weil, da kann man auch ein Dokument schreiben, gell? Kann man mal einen Leserbrief schreiben oder jemand hat einen Liebesbrief damit geschrieben, gell? Also da könnten wir uns viele Anwendungen ausdenken für diese Textverarbeitung. Aber was tatsächlich ist, diese Textverarbeitung hat irgendwo die Grenze. Wenn die Texte größer, noch größer werden, gell? Dann müssen wir erst schauen, ob es noch funktioniert. Wenn ihr ein Buch schreiben wollt, gell, dann haltet Abstand von solchen Textverarbeitungen. Also Bücher schreibt man besser mit einer anderen Software.
Und das sind so Textsatzsysteme, gell? Oder einfach auch, man sagt man lässig, so Satzsoftware oder so, gell? Also gell, zum Setzen von, ja, von großen Texten, gell? Und eben typischerweise so Bücher, gell? Oder irgendwelche Dokumentationen und so weiter, gell? Und das macht man dann eigentlich dann mit einem solchen, ja, Programm, mit einer Software, um die Texte zu setzen, gell? Also setzen wie im Druck, gell? Beim Gutenberg, gell? Und das klingt jetzt so mittelalterlich, gell? In Wirklichkeit macht man da aber Folgendes: Man hat eine Sprache, mit der man das macht, gell? Und man kann hier die Texte so beschreiben, dass sie dann eben in einem zweiten Schritt, man sagt auch, kompiliert werden, übersetzt werden, gell? Und dann werden sie in einem druckfähigen Format dargestellt, und das ist dann eine feine Sache, gell? Und ja, etwas, was eigentlich sehr, sehr bekannt ist, gell? Also im technischen Bereich oder im wissenschaftlichen Bereich, das ist da diese Sprache LaTeX, oder genauer ist das so ein Makrosatz auf TeX drauf, also TeX wäre die Sprache und LaTeX ist dann diese Erweiterung, aber eben, wie gesagt, LaTeX ist die populäre Variante und nicht TeX, gell? Und wenn man, ja, da mal hineinschauen, gell, ist das so, ja, eine feine Sache, gell, um eben Texte zu setzen, gell. Und ja, schauen wir mal, da gibt es alle möglichen Software, wird da ein Beispiel drin sein, das hätte mich jetzt interessiert, da genau, okay, schön, wunderschön, wunderschön, also, wir haben hier ein Beispiel, gell, also, linksseitig, so schreibt man das Ganze, gell, okay, rechtsseitig, so schaut es aus. Gell? Und ja, das Ergebnis, gell? Das ist eigentlich schon toll. Gell? Und ja, gerade im naturwissenschaftlichen, technischen Bereich ist dieses LaTeX sehr, sehr populär. Gell? Also die Ergebnisse sind wirklich gut. Und wenn man dann solche Bücher auch in der Hand hat, gell, dann sieht man auch den Qualitätsunterschied zu, ja, zu Textverarbeitungsprogrammen, wie man sie halt so im Allgemeinen verwendet, gell? Dann was anderes, Desktop Publishing. Jetzt Desktop Publishing ist eine tolle Sache. Dort kann man Texte, Bilder, Layout, Gestaltung, gell? Also dort hat man einfach mehr ja, Möglichkeiten, mehr Freiraum zur Gestaltung als mit einer normalen Textverarbeitung, gell? Und ja, wo sind da die Unterschiede? Die Unterschiede, die sind kleiner geworden, gell? Also je größer, je besser eine Textverarbeitung wird, umso näher kommen wir vielleicht an Desktop Publishing heran, gell? Aber wenn ihr zum Beispiel, ja, sag mal, ein Flugblatt oder ein Plakat oder was weiß ich, was ihr auch immer gestalten wollt, gell, oder einen Flyer, gell, dann kann man das vielleicht mit einem Desktop-Publisher wesentlich besser machen als mit einer Textverarbeitung. Gell. Also das Ergebnis dann von der Gestaltung her einfach, ja, man hat mehr Möglichkeiten. Gell. So, kommen wir noch zu Programmen oder zu Texten, die eigentlich ganz andere Ziele haben, gell, als den Druck. Und eines, das ist, ja, das sollte sehr, sehr populär werden, ist dann nicht so geworden, das sind diese E-Books, gell, also elektronische Bücher. Und zum Beispiel gibt es das eigene Format EPUB. Und ja, hier ist das Ziel, dass man die Texte auf einem E-Book-Reader lesen kann. Gell? Und ja, das lieben so viele Leser, gell, also Leseraten. Gell? Aber das hat auch andere Vorteile. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass man auf dem E-Book-Reader Texte einfach größer darstellen kann. Gell? Also die Barrierefreiheit ist dort einfach gegeben. Gell? Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Gell? Aber ob dann das Lesen insgesamt toll ist auf so einem E-Book-Reader, gell? Ich habe es mal probiert, ich war eigentlich nicht so zufrieden. Gell? Ich habe da ein paar Bücher dann gekauft, aber naja, Bücher doch zu lesen ist dann eigentlich nicht meines geworden. Gell? Okay, ja, andere lieben ihren E-Book-Reader aber, gell? Dann etwas anderes. Ja, das World Wide Web. Gell? Also das weltweite Netz hier, gell? Da meint man die Infrastruktur und vielleicht noch HTML als
elementare Sprache zur Darstellung von diesen Texten. Weil oder jemand auch meinte, es hat HTTP als Protokoll der Übertragung. Aber das hat auch etwas in sich, und zwar hat es ja Texte in sich. Und zwar hatten wir Texte mit multimedialen Inhalten. Gell? Und ja, das Ganze ist eigentlich sehr, sehr weit gegangen. Und heute hat man über HTML und so HTML5 gell, wirklich Dinge, die gehen weit, weit über die multimedialen Texte hinaus. Und das ist schon ein starkes Stück. Gell? Also Texte nicht nur einfach zum Lesen, sondern Texte mit 1000 Funktionen. Gell? Ja, und dann wollen wir uns von etwas distanzieren. Und zwar ein Editor, besser gesagt ein Texteditor. Da haben wir auch das Wort Text drinnen. Aber es ist ein Texteditor, eine Textverarbeitung. Und ja, viele distanzieren sich eigentlich von dem, weil es fehlt ein ganz wichtiges Element. Mit einem Editor stimmt es, ich kann Texte eingeben, speichern, wieder aufrufen, anschauen, ich kann es verschicken, speichern, alles machen, was ich auch mit Textverarbeitung machen, aber ein Editor gibt mir keine Instrumente zur Gestaltung des Textes. Also ich habe nur den reinen Text. Okay? Und diese Textverarbeitung, naja, die hat auch immer etwas mit dem Format zu tun, mit der Gestaltung des Textes. Und in Editoren habe ich das nicht. In Editoren kann ich nur Text eingeben und es wird als Text gespeichert und keine Formatierung dazu. Gell? Und deshalb sagen auch viele, naja, Texteditoren sind keine Textverarbeitung. Gell? Okay, also das manche lieben es sogar, weil man also mit Editoren einen reinen Text zu schreiben, gell, und sagen, das ist die beste Art, um Texte dann auch zu archivieren. Gell. Ja, was wollen wir jetzt machen? Warum der ganze Zauber? Gell? Also wir wollen Laborberichte dann auch schreiben. Gell? Also das habt ihr schon gemacht, weil also ihr habt ja im Biennium Laborberichte geschrieben. Gell? Und wir werden das auch machen, gell? Und zwar mit einer grafischen Textverarbeitung. Gell? Und wir könnten das auch so mit so Textsatzsystem verwenden, da soll mit LaTeX könnte man den Bericht schreiben, gell? Aber ja, wir machen es uns mal einfacher und machen es mit einer einfachen Textverarbeitung aus einem Office-Paket, gell? Und bevor wir jetzt die Laborberichte dann schreiben, wollen wir anschauen, was solche Laborberichte sind, was drinnen ist, gell? Und wir wollen dann eine Vorlage für einen Laborbericht zusammenstellen, gell? Und diese Vorlage, die kann man dann auch verwenden, gell?